Wir fahren mit dem Auto nach Portugal. Kommt mit und seht, was wir erlebt haben. Auf dem Flughafen Faro holen wir unsere Tochter mit den Enkelkindern ab. Mitte August fahren wir los Richtung Portugal. Wir können so lange reisen, wie wir wollen. Wir sind Rentner. Unser erster Campingplatz Galadocas in Hospitalet, der terrassenförmig angelegt ist. Das Mittelmeer ist im Herbst noch warm. Am Morgen ein Bad im Meer tut gut. Auf Fahrradwegen die Küste entdecken. Vom Campingplatz aus hörten wir die Mönchssittiche. Ein ruhiger Camping, wo sich auch Vögel wohlfühlen. Weiter ins Ebro-Delta auf den Camping Eukalyptus. In dieser Zeit war Hochwasser. Zum Strand mussten wir durch überflutete Wiesen laufen. Radfahren durch die Reisfelder. Die Fiege vom Baum schmecken gut. Wir kennen das Ebro-Delta, waren schon 3 Wochen in einem Ferienhaus. Wir machen einen Stopp auf dem Camping Voramar am Strand Concha in Oropesa del Mar, um Freunde zu besuchen. Sind herzlich empfangen worden und war schön, sie wiederzusehen. Weiter zum Camping Rio Mar bei Denia, der am Meer liegt. Ein Onkel von Franz ist ausgewandert und wohnt in Denia. Mit dem Fahrrad nach Denia. Zum Camping Sierra Maria auf 1200 Meter über Meer. Wir sind alleine auf dem Camping hier oben. Fahren Rad auf der Hochebene. Zum Glück hatte Franz seine Fotoausrüstung mitgenommen. So konnte er den Eichel hier auf dem Campingplatz fotografieren. Besuchten mit dem Auto die kleine Stadt Velles Blanco.
Im Wohnzimmer haben wir ein Leinwandbild von Vélez Blanco. Zum Camping Tesa Nuvea, der unter Sevilla liegt. Partystimmung von Jugendlichen bis morgens 4 Uhr. Eine von Komoot erstellte Fahrradtour endete auf einem Sandweg im Wald, mussten die Fahrräder schieben. Sind in Portugal gut angekommen, fahren zum Camping Fusetta. Stellten das Barrio auf, räumten das Auto aus und lagerten alles im Barrio. Konnten das Naturschauspiel von Ebbe und Flut miterleben. Von hier aus kann man gut Rad fahren. Mit dem Fahrrad zu den Salinen, wo es viele Vögel hat. Franz ist mit dem Fahrrad am frühen Morgen losgefahren, um die Vögel zu fotografieren. Bei den Salinen hat es viele Vögel. Regenbachvogel am Strand von Fusetta. Holen die Tochter und Enkelkinder auf dem Flughafen Faro ab und verbringen 12 Tage mit ihnen im Golden Club Cabanes in einem Appartement. Das Boot brachte uns als Clubmitglied gratis über die Lagune zum Strand. Von da mussten wir noch 200 Meter zum Meer laufen. Adriana konnte im großen Sandkasten spielen. Ausflug mit dem Bus nach Tavira. Ein schöner Tag in Tavira. Mit dem Zug nach Faro war ein schönes Erlebnis. Mit vielen schönen Erinnerungen fliegen sie nach Hause zurück. Zu Hause kontrolliert unsere Tochter die Post und schaut zum Garten. Für uns geht's weiter nach Porto Covo. Sind auf dem Camping Porto Covo. Zur Küste mit Sonnenuntergang. Mit dem Fahrrad auf Naturstraßen dem Meer entlang. Wir sind auf dem Camping Eco Park bei Setúbal. Wir haben Sicht auf die Stadt Setúbal und auf die schmale Halbinsel Troia. Ausflug zum Leuchtturm Farol do Cabo Espichel mit sehr schönem Sonnenuntergang. Unser Schwiegersohn, der in Setúbal aufgewachsen ist, hat uns diese Lagune empfohlen. Das ist ein schöner einheimischer Sandstrand.
Weiter zum Camping Mira Lodge Park. Zum sehr schönen, langen, weißen Sandstrand. Den warmen Sand unter den Füßen, das Rauschen des Meeres, einfach nur genießen. Zum Camping Quinta Chave Grande auf 750 Meter über Meer. Hatten einen Regentag. Es ist so grün hier. Besuchen eine portugiesische Familie, die in unserem Dorf gelebt haben. Nach der Pension sind sie wieder zurück in ihr Dorf nach Portugal. Sie sind Selbstversorger. Nach 30 Tagen Portugal sind wir wieder in Spanien. Zum Camping Regio Salamanca, der 6 Kilometer außerhalb der Stadt liegt. Haben neue Schlafsäcke gekauft. In der Nacht war es nur 2 Grad. Mit dem Fahrrad nach Salamanca. Es spielte ein Straßenmusiker auf dem Weg zum Plaza Mayor. Die Stimmung war super. Plaza Mayor. So schön ist es auf dem Plaza Mayor. Bleiben eine Nacht länger, trotz den tiefen Temperaturen, weil es uns hier gefällt. Zum Camping El Greco Toledo. Das war ein steiler Aufstieg. Sind mit dem Fahrrad um Toledo gefahren, so sind diese Bilder entstanden. Es hat einige steile Abschnitte, dafür wurden wir mit dieser Aussicht belohnt. Zum Glück habe ich ein E-Bike. Nach 2 Tagen fahren wir weiter. Es hat zu viele Touristen. Wir sind auf dem Campingplatz Los Patanes, der zwischen 2 Lagunen liegt. Eine wunderschöne Oase mitten in der La Mancha. Wir sind auf Radwegen und Naturstraßen unterwegs. Nachdem wir stundenlang über die spanische trockene Hochebene gefahren sind, hatten wir das Gefühl,
in einer Oase gelandet zu sein. Der Naturpark Lagunas de Ruidera ist ein Naturpark in Spanien mit 15 kleinen Lagunen. Mit dem Auto zum Castle of Peñarroya. Wir sind alleine auf dem großen Parkplatz. Camping La Raffa in der Region Murcia haben das Vorzelt aufgestellt, weil wir Regen erwarten. Dem Auto zum Aussichtspunkt Mirador Barrancos de Gebas. Sind zum Aussichtspunkt gewandert. Haben zum ersten Mal eine solche Landschaft gesehen. Was meint ihr? Sieht aus wie eine Mondlandschaft? So schön ist das Hinterland von Spanien. Zum Camping Kalb Mar, um Franziska zu besuchen. Sie hat uns eingeladen. Der Camping ist voll mit Campern, die überwintern. Nur noch zwei kleine Plätze waren frei. Radfahren in Galpe. Wir waren schon mit unseren Kindern auf dem Peñón de Fatch. Zum Colvet Camping vor Valencia. Auf dem Fahrradweg nach Valencia. Diesen Camping fahren wir gerne an. Man ist schnell mit dem Bus oder Fahrrad in der Stadt Valencia. Im Naturpark Albufeira fahren wir zur Lagune. Mit dem Fahrrad an den Strand. Es hat viele Zugvögel. Kennen Oropesa del Mar seit über 15 Jahren, weil wir die Ferienwohnung bei Freunden gemietet haben. Das Dometic-Zelt trocknen lassen. Mit dem Fahrrad nach Cabanes hoch. Mit dem Fahrrad nach Torre Nostra. Auf dem Via Verde, Oropesa, Benicassim, alles dem Meer entlang 6 Kilometer. Wandern an der steilen Küste entlang. Wir waren 16 Tage in der Ferienwohnung. Jedes Jahr gehen wir in Castellón shoppen, bevor wir nach Hause fahren. Sonja klopfte heute Morgen 8.50 Uhr an die Türe. Ich stand im Pyjama da. Und sie meinte, ihr wolltet um 9 Uhr fahren? Ja, wir haben verschlafen.
Nach einem Kaffee bei Sonja und Katharina sind wir 10.30 Uhr losgefahren. Auf der Heimreise übernachteten wir in einem Fasthotel bei Nîmes. Das Leinwandbild hängt im Wohnzimmer. Unsere Reiseroute im Schnelldurchlauf. Haben die Reiseroute so geplant, dass wir die Tochter mit den Enkeln bei Ankunft am Flughafen abholen können. Waren eingeladen bei portugiesischen Freunden und bestaunten, wie schön sie dort leben. Fahren jedes Jahr in die Gegend von Valencia.